Wieso ist das für mich so total wichtig? Es wird bei jeder heiligen Messe gebraucht. Worte Jesu. Die Schale kommt das Brot, und in den Kelch kommt der Wein. Dass er Brot und Wein in seinem Leib und seinem Blut war. Worte und Taten. Dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Wir sind hier in der Pfarrkirche St. Antonius in Ransbach-Baumbach im Stadtteil Baumbach. Das ist meine Heimatpfarrkirche. Hier bin ich getauft worden. Das ist der Taufstein, in dem ich getauft wurde, am 21. Mai 1967. Ich habe es extra noch mal nachgeschaut. Was bedeutet eigentlich Taufe? Taufe ist ein Sakrament. Was ein Sakrament ist, das haben wir schon mal bedacht. Zum Sakrament gehört ein Zeichen und dieses Zeichen ist wirksam. Gott macht dieses Zeichen besonders wirksam. Wie geht das? Das Entscheidende ist das Übergießen mit Wasser, mit den Worten, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist die Taufe. Das ist das Wichtigste. Alles andere ist Vorbereitung oder ausdeutendes Zeichen. Wasser. Ohne Wasser gäbe es kein Leben. Ohne Wasser würde diese Blume da nicht existieren können. Ohne Wasser könnte kein Leben auf der Welt sein. Ohne Wasser wären wir nicht da. Wasser symbolisiert Leben und in der Taufe schenkt uns tatsächlich Gott ein neues Leben. Ein Leben als Kinder Gottes. Wir werden hineingenommen, adoptiert sozusagen in die Familie Gottes. Und noch mehr, nicht nur adoptiert, sondern wir werden wirklich Blutsverwandte Gottes. Wir gehören zur Familie des dreifaltigen Gottes. Was für eine Würde. Was uns da geschenkt wird, ich glaube, das können wir gar nicht so richtig erfassen. Es gibt dann in der Taufe sogenannte ausdeutende Zeichen, die uns etwas mehr helfen wollen, zu verstehen, um was es hier geht. Da gibt es zunächst einmal die Salbung mit Chrisam. Chrisam, Christus, kommt von Chrisam. Christus bedeutet der Gesalbte, der Messias. Wir werden mit Chrisam gesalbt und damit wird ausgedrückt, ja, durch die Taufe gehörst du zu Christus. Hast die gleiche Würde wie Christus. Du hast göttliche Würde, du wirst mit göttlicher Würde beschenkt. Und dann gibt es das Taufkleid, ein weißes Kleid, was einem überreicht wird. Das hier ist mein Taufkleid. Ihr seht, ich bin schon ein wenig herausgewachsen. Kann mir gar nicht vorstellen, dass ich mal da reingepasst habe. Übrigens, der weiße Sonntag kommt daher, dass früher nur in der Osternacht die Erwachsenen getauft wurden, sie ein weißes Kleid bekommen hatten und eine Woche lang dieses weiße Kleid hatten und dann am weißen Sonntag wieder abstreiften. Und es gibt noch ein drittes ausdeutendes Zeichen, was deutlich macht, was uns da geschenkt wird. Es ist die Taufkerze. Vielleicht habt ihr noch eure eigene Taufkerze. Es kann eine solche schlichte Kerze sein, sie kann aber auch verzierter sein. Sie soll deutlich machen, dass durch die Taufe wir erleuchtet worden sind, von mit dem Licht Christi entzündet worden sind und dass damit uns der Auftrag gegeben ist, in dieser Welt zu leuchten, Christus in die Dunkelheit dieser Welt zu bringen. Und was das genau bedeutet, darüber möchte ich mit euch beim nächsten Mal sprechen.